Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Internetsprechstunde. Im Rahmen dieser Internetsprechstunde werde ich Ihre Fragen beantworten, die Sie mir im Laufe der Zeit gestellt haben. Lassen Sie sich überraschen, es wird spannend. Es gibt viele Patientinnen und Patienten, die noch Amalgamfüllungen im Mund haben und die aus gesundheitlichen Gründen sich diese Füllungen entfernen lassen wollen. Und da werde ich immer wieder gefragt, was muss man dabei beachten? Ganz wichtig ist Folgendes. Die Füllungen werden hier herausgebohrt mit einem Wasserbohrer. Das kennen wir alle ja. Wir sind alle, auch ich, immer mal wieder beim Zahnarzt. Und dadurch entsteht natürlich ein gewisses Bohrwasser. Und wenn man die Amalgamfüllung herausbohrt, schluckt man natürlich automatisch das Bohrwasser herunter, weil man das Schlucken, das ist ja ein Reflex, nicht unterbinden kann. Und das muss verhindert werden, indem man um jeden einzelnen Zahn eine Art Gummischutz macht, wie eine Regenmantel. Man schluckt also trotzdem, oder man kann schlucken, schluckt aber das Quecksilber aus den Amalgamfüllungen nicht herunter. Das ist die eine Maßnahme. Die zweite Maßnahme ist, durch das Herausbohren entstehen Quecksilberstäube, unmittelbar natürlich vor unserer Nase. Und über das Einatmen, über die Lunge, über den Blutweg, steigt die Quecksilberkonzentration des Blutes innerhalb von wenigen Sekunden an. Und das gilt es natürlich zu verhindern, weil wir wollen natürlich die Patientinnen und den Patienten entgiften und nicht vergiften. Und das verhindern wir, indem unsere Patientinnen und Patienten eine Art Nasenmaske aufgesetzt bekommen, also keine Narkose, sondern eine Maske, die von der Seite Luft zuführt und man diese Stäube nicht einatmet. Wenn man das gemacht hat, also einmal Schutz, dass man nichts herunterschluckt und Schutz, dass man nichts einatmet, hat man für die Gesundheit noch gar nichts gewonnen. Wir haben die Quelle beseitigt, aber wir wissen, dass das Quecksilber im Organismus abgelagert ist und dort eine Halbwertszeit hat, also die Zeit, bis die Hälfte weg ist, teilweise bis zu 28 Jahre im Gehirn, 10 Jahre in der Leber. Aus dem Grund ist der dritte Weg noch ganz entscheidend wichtig, die dritte Maßnahme, die Entgiftung. Das heißt, das Ganze aus dem Körper herauszubringen. Und das muss immer, diese Entgiftung muss immer individuell auf den Patienten abgestimmt werden. Ich werde immer auf meinen Vorträgen gefragt, ja, welches Heilmittel empfehlen Sie dann? Nein, da gibt es nicht ein Mittel, sondern das gehört in die Hand von Spezialisten, von Ärzten für Naturheilverfahren oder in die Hände von Heilpraktikern, die dann ein individuelles Konzept machen. Ich kenne mich natürlich damit aus, weil ich auch Vorträge darüber halte, aber ich darf es in meiner zahnärztlichen Praxis nicht machen. Das gehört in die Hand der Ärzte für Naturheilkunde und der Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Vielen Dank.